Herzlich willkommen an alle. Also ich gehe davon aus, dass alle anderen Teilnehmer, die in den Wochen davor mit uns dabei waren, sind jetzt sehr beschäftigt mit allen Vorbereitungen für Pesach. Es gibt nämlich, wie alle wissen, viel zu tun. Und alle, die dabei sind, sind hoffentlich schon fertig damit. Aber falls nicht, machen wir als erstes Teil von heutigem Shua ein bisschen so kurze Wiederholung beziehungsweise ein paar Sachen, die man noch schaffen kann, falls man noch nicht geschafft hat, was man als Priorität setzen sollte. Ja, es gibt nämlich nur 4 Tage und dann kommt Pesach. Ja, es ist 2 Tage von Pesach. Also außerdem, dass Pesach an sich selbst ein komplizierter Feiertag ist mit dem Chometz und so weiter. Es ist auch Xeder, was kommt. Es ist auch Shabbos und Yom Tov. Ja, es ist alles nicht einfach. Also man muss kochen, man muss putzen, gleichzeitig Kinder sind zu Hause. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern aussieht, aber in Berlin sind schon alle zu Hause. Und das ist auch eine große Herausforderung. Also, in diesen 4 Tagen sollte man versuchen, möglichst die Küche, also möglichst früh vorzubereiten, also desto früher, je früher, desto besser. Also heute Abend ein bisschen, wenn es noch nicht fertig ist, oder morgen. Aber die Küche musste am besten schon heute oder morgen für Pesach geeignet sein. Ja, das heißt, wir haben offen, wir haben einen Herd, damit wir kochen können. Wir haben alle Oberfläche geputzt und bedeckt, damit wir die auch benutzen können. Und dann können wir schon endlich kochen, falls man das noch nicht geschafft hat. Ist jetzt etwas passiert. Ist ein schöner Comics mit Witze über Pesach. Ja, also und hoffentlich wird die Küche so fertig und dann kann man kochen. Ja, falls man fühlt, dass man manche Sachen einfach nicht schafft, also wegen Kinder, wegen Zeitmangel, was auch immer, sollte man nur einfache Sachen kochen, also aus Menü ausstreichen, alle Sachen, die sehr kompliziert sind, weiß ich, Dreile, Kegel und weiß ich, die Nachtische, die man 7-mal dann einfrieren und ausfrieren muss und jedes Mal so mit dem Blender alles blenden. Also die Sachen, die am einfachsten sind, die sollte man machen und die Sachen, die man in großen Mengen macht. Das super Rezept, was wir für Yom Tov machen, ein großes Stück Fleisch, 3, 4, 5 bis 6 Kilo in einem Topf, mit einer Soße, mit Essig und alles Mögliche, was man macht. Man kocht 2-3 Stunden, man kühlt das da unter, man macht das kalt, dann schneidet man in alle Formen, 6, 7 alle Formen Soße mit dem Fleisch und im Friseur. Das kann man jederzeit rausnehmen, das passt zu jedes Jude am Schabbos und am Yom Tov. Am Schabbos muss man natürlich aufpassen, Gesetze von Schabbos, wie man das Essen heiß macht, aber das ist nicht unser heutiges Thema. Ja? Wichtig auch, eine Liste machen, To-Do-Liste, was man noch machen muss. Es gibt ganz viele kleine Sachen, ja? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, selbst wenn man schon mit großen Sachen fertig ist, ja, und dann denkt man sich, okay, dann kommt jetzt RF Pesach, ich mache jetzt fast nichts, alles schon fertig, ich muss nur Tisch bedecken. Dann gehe ich mal schlafen, damit ich zu Seder ausgeschlafen komme, ja, und dann kommt man in die Küche und es fängt an. Man muss Weinflaschen öffnen, man muss Haroses machen, man muss Salat checken, man muss Eier vorbereiten, die man so entdeckt oder weiß ich, auf der Feuer macht. Dann muss man noch Zeroa machen, dieses Stück Fleisch auf den Knochen. Alle diese kleinen Sachen nehmen auch sehr viel Zeit, ja, und wie gesagt, wenn Kinder zu Hause sind, wenn noch ein paar Sachen gemacht werden müssen, es ist eine sehr große Herausforderung. Deswegen musste man diese To-Do-Liste haben, was auf mich noch kommt, damit man am besten planen kann, seine Zeit, wann und was am besten gemacht werden muss. Ohne diese Liste kommt man wahrscheinlich nicht durch. Man kommt dann irgendwann durcheinander. Und auch für Schabbos und Yom Tov muss man Kerzen vorbereiten, große Kerzen kaufen, weil man nach Schabbos dann noch Licht zünden muss und man darf das nur machen, von dem Licht, die schon brennt. Also große Kerzen nicht vergessen, wenn man die kauft. Am besten schon 2 kaufen für die letzte beide Yom Tovim. Ja? Und solche kleinen Sachen kommen immer.
ja, Licht vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, und besonders dieses Jahr, wie gesagt, da erste Yom Tov auf Schabbes fällt, haben wir mal besprochen, es gibt viele Begrenzungen, es gibt viele Sachen, die wir sonst am Yom Tov machen könnten, wenn wir sie vergessen. Jetzt können wir die am Schabbes nicht machen. Deswegen alle Flaschen am besten vor Schabbes aufzumachen. Harosses, salziges Wasser, Eier und Hundstücke oder was weiß ich, Fleischstücke auf dem Knochen für die Zederplatte. Alle diese Sachen muss man schon im Voraus haben. Ja? Wenn man nicht genug davon hat und man gute Nachbarn hat, vielleicht kann man von Nachbarn ausleihen, diese Eier und diese Zeror, dieses Stück Hund. Ja, man kann die Sachen, die man für diese Zederteller benutzt, nur einmal machen und dann zweimal benutzen für beide Sedorim, das ist gar kein Problem. Ja? Jetzt, ein interessanter Halacha, ich wollte eigentlich das schon letztes Mal erwähnen, aber habe irgendwie ganz vergessen. Es ist ein interessanter Halacha, den viele nicht wissen bzw. vergessen. Ja? Vergessen, weil wenn man kocht, man denkt darüber nicht. Chametz essen wir sowieso nicht, aber sonst essen wir ja alles. Es ist nämlich nicht immer so. Es gibt eine interessante Halacha, die hat eine Quelle sogar im Talmud und Mishnah. Und der Talmud erzählt, dass in der Zeit von Talmud und Mishnah, also eigentlich in der Zeit von Tempel schon, hat man verboten, gegrilltes Stück, also damals war das noch nicht Stück, aber gegrilltes Lamm essen, es sei denn, dass ein Korban Pesach ist. Ja? Also als Beis Hamikdash damals stand, ja, dürfte man nur Korban Pesach so essen, geröstet. Ja, alle anderen Leute, die zu Beis Hamikdash nie gekommen sind, beziehungsweise nicht kommen könnten, die zum Beispiel in Rom wohnten, die Gemora, der Talmud bringt seine Geschichte von der Gemeinde in Rom, und die haben das damals auch gemacht. Die haben ein Schaf geröstet, ja, gegrillt, ein Lamm, und die Chachomim haben gesagt, das ist nicht richtig. Ja, es gibt ein Verbot, ein ganzes Lamm, ein ganzes Schaf geröstet bzw. gegrillt zu essen. Und der Grund ist ganz einfach, damit man nicht sagt, oh, man darf die Karbanot, die Opfertiere, sogar außerhalb Jerusalem essen. Ja, wir wissen, dass die Korbanpesach, das war ein Korban, das war zwar ein Korban in der Status von Kodschim Kalim, nicht so ein strenger Korban, man musste das nicht unbedingt im Tempel essen, man dürfte das rausbringen, aber nicht weiter als die Wände von Jerusalem. Ja? Aus diesem Grund hat man damals verboten, ein ganzes Lamm bzw. eine ganze Ziege gegrillt zu essen. Ja, mit uns hat das ja nichts zu tun, wir essen sowieso nicht so. Ja, aber dieser Brauch, dieser Verbot hat sich entwickelt. Ja, und in Shulchan Aruch und auch in Ramon steht, dass heutzutage essen wir an beide Nächte von Pesach, also an beide Sedorim, gar kein gegrilltes bzw. geröstetes oder gebackenes Fleisch. Ja, aus diesem Grund. Alles, was geschächtet werden muss, also alle Tiere und nicht nur Schäfer, auch Rindfleisch und auch Geflügel, isst man nur mit Soße. Ja? Und diese Halacha vergessen viele, beziehungsweise manche haben das gar nicht gehört. Ja? Aber es steht auch in Shulchan Aruch und Ramon, dass unsere aschkenasische oder sephardische Praxis ist, auf gegrilltes, gebackenes, geröstetes Fleisch am Sedernacht zu verzichten. Man muss das Fleisch also mit Soße machen. Ja, wenn man die Huhn oder was weiß ich, schon gegrillt oder gebacken, geröstet hat, darf man dann Soße später zufügen, damit es in Soße ein bisschen kocht, und so ist es erlaubt. Am normalen Yom Tov dürfte man das selbst am Yom Tov machen, also man hat rausgenommen, dann zum Beispiel man hat Gäste, man hat diese Huhn, ganz schöne Huhn rausgenommen, ja, und dann sagt einer von Gästen, ah, schau mal, ich habe gestern gelernt, dass das geröstetes, gebackenes Huhn ist nicht erlaubt. Dann dürfte man ein bisschen Soße dazu fügen, auf Platte stehen lassen, und dann nach 30, 40 Minuten würde es ein bisschen schon durchgekocht, und das wäre in Ordnung. Dieses Jahr allerdings am ersten Nacht wäre es keine Option, also ist es nicht erlaubt. Deswegen man muss schon im Voraus planen, dass man die Fleischgerichte nur mit Soße hat. Also für ganz viel Soße muss es nicht sein, es muss keine Suppe sein, es muss Essigfleisch sein, Fleisch mit Soße, Huhn mit Soße, was auch immer. Hauptsache mit Flüssigkeit. Ein bisschen Flüssigkeit, Öl oder was auch immer man da zufügt. Mayonnaise oder verschiedene andere Soße. Das ist eine Halacha, die ich sagen wollte.
Jetzt noch eine Halachat, was mit, also eigentlich zwei Halachot, zwei Gesetze, die mit Erev Pesach zu tun haben. Erev Pesach ist ein Tag vor Pesach. Ja, und da gibt es zwei interessante Gesetze, die wir sonst auch nie haben. Erste ist das bekannte Tanit Bechorus, ja, ein Fast von Erstgeborenen. Ja, wir wissen, dass in Mitzrayim würden alle Erstgeborenen gerettet, alle jüdische Erstgeborenen gerettet, als Secher, als Erinnerung daran, besteht ein ganz altes, uraltes Brauch, dass alle Erstgeborenen, es sei Erstgeborene von dem Vater, als auch von der Mutter. Ja? Es kann sein, dass man zwei Kinder hat und beide sind Erstgeborene. Ja, eine ist von Vater und andere von der Mutter. Ja? Es kann sein, dass eine Frau zwei Söhne hat und die beiden sind Erstgeborene, weil der zweite ist von einem anderen Mann geboren wurde. Ja? Also normalerweise geht das in Hilchas Bechoras, in die Gesetze von Erstgeborene, gehen wir nur nach der Mutter. In diesem Fall ist aber sowohl nach der Mutter als auch nach dem Vater, als auch ein Kind, der mit Kaiserschnitt geboren wurde, wird hier auch als ein Bachor, ein Erstgeborener betrachtet, obwohl in alle anderen Bereiche der Halacha es ist nicht der Fall. Also es besteht dieses ganz starke, ganz uralte Brauch, dass Erstgeborene fasten, obwohl manche meinen, dass auch Frauen fasten müssen. Es ist heutzutage keine angenommene Praxis, Frauen fasten nicht, nur Männer. Also Männer, erstgeborene Männer, seitdem von der Mutter oder von dem Vater oder durch Kaiserschnitt geboren auch, ja, das ist eine Ausnahme, die man normalerweise bei Erstgeborenen nicht findet. Ja, es gibt interessanter Brauch, es gab beziehungsweise interessanter Brauch, dass wenn ein Mann selbst kein Bechor ist, kein Erstgeborener ist, aber er hat einen Sohn, der erstgeboren ist und Sohn ist immer noch klein, dann fastet der Vater für die Sohn. Und wenn der Vater selbst fasten muss, da er auch ein Erstgeborener ist, fastet die Mutter für das Kind. Ja? Heutzutage ist es allerdings kein angenommener, kein verbreiteter Brauch. In den meisten Gemeinden macht man das nicht. Also fasten nur die Erstgeborene selbst. Ja? Ganz verbreitete Praxis heutzutage wegen Schwierigkeiten. Es ist eigentlich sehr schwierig, allgemein für uns zu fasten. Insbesondere am Erev Yom, am Erev Pesach, weil am Nacht kommen vier Gläser Wein, dann kommt Matzah, dann kommt Chren, die Sachen, die man so auf Lernmagen nicht ganz gut verträgt. Ja? Deswegen gibt es ein sehr verbreiteter Brauch, dass man versucht, ein Seudat mit Zwar zu finden, so eine feierliche Mahlzeit zu finden, ja? Und dabei zu essen. Damit wird einem erlaubt, auch danach den ganzen Tag zu essen. Ja, so diese Seudat Mitzvah, so diese feierliche Mahlzeit zahlen Seudat Bris, so beschneiden, Pidyon Aben, ja, Erlosung von einem Erstgeborenen am 30. Tag. Das, eine Hochzeit wäre eine Option, aber keine macht Hochzeit am Erev Pesach. Also es ist ja schwierig zu finden. Und was man am meisten macht, es ist ein Siyum. Siyum ist eine feierliche Mahlzeit, die man macht, wenn man einen Traktat von dem Talmud beendet. Ja? Und die Praxis ist, dass in jeder Synagoge, in jeder Gemeinde, in jeder Synagoge, je nachdem wie groß die Gemeinde ist, versucht man das zu machen. Die eine versucht eine Maseches, ein Traktat von Talmud zu nehmen, also im Voraus wird das geplant und macht, lernt das bis Ende so, dass man an diesem Tag letzte paar Sätze davon auch lernt, mit den Leuten, die da sich versammeln, erklärt das. Hier, der letzte Suge, der letzte Absatz von solchem Traktat redet darüber und welche Gesetze da besprochen werden, dann macht man dieses Yum. Alle, die da sind, machen ein bisschen Lechaim, essen ein bisschen Mesonot, es muss nicht unbedingt Brot sein. Und somit ist es erlaubt für alle anderen, für alle Leute, die anwesend sind, am Tag weiter zu essen. Es ist eine größere Erleichterung für uns alle, die erstgeboren sind. Ich bin selbst erstgeboren, ich habe noch nie am Erf besser gefastet. Ich finde immer eine Möglichkeit, dieses Seudat Mitzvah zu finden, beziehungsweise mache selbst immer ein Siyum und es lohnt sich. Es lohnt sich zu lernen sowieso und es lohnt sich zu lernen, damit man am Erev besser Kräfte hat, damit man tätig ist und auch am Nacht alles machen kann, was man machen sollte. Also essen und trinken, ja, und auch Seder leiten. Es ist nicht einfach sonst, wenn man fastet. Also deswegen Möglichkeit finden. Jetzt, es gibt für Leute, die irgendwo, weiß ich, in the middle of nowhere,
in eine Gemeinde ohne Möglichkeit, ein Sium zu haben, wohnen. Und selbst können sie Sium nicht machen, weil die noch nicht in der Lage sind, ein Traktat von Talmud bis Ende zu lernen. Obwohl es gibt kleine Traktate, man muss nicht den größten Traktat nehmen, man kann den kleinsten Traktat nehmen. Und das 22 Blätter und das innerhalb ein paar Wochen fertig lernen. Aber nicht alle sind dafür geeignet. Es gibt eine Meinung von Rav Shlomo Zalman Auerbach, dass in so einem Fall, wenn man wirklich keine andere Lösung hat, darf man den Sium per Telefon hören. Das ist ein sehr großer Chidush, das ist eine sehr große Erleichterung, weil man erstmal gar nicht anwesend, ja. Zweitens, man ist da gar nicht mit. Also man nimmt in der feierlichen Mahlzeit gar keinen Teil. Aber er sagt, dass so in so einem Fall, weil man es sehr schwierig findet zu fasten, so, dürfte man sowas tun. Also so weit, so viel zu Tanit Bechores, der Fast von Erstgeborenen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Nein, weiter. Dann zweites Gesetz, was mit Erev Pesach zu tun hat, ja, was wir bei allen anderen Feiertagen nicht finden, das sogenannte Isur Melacha, ein Verbot von Melacha, bestimmte Tätigkeiten zu machen, der schon am Erev Pesach startet. Ja? Wir wissen, wir haben Shabbat jede Woche, wir haben Yom Tov außer Pesach, Sukkot, Shavuot und die letzten zwei Tage von Pesach auch. Ja, Yom Kippur und Rosh Hashanah sowieso. Ja? Und wir wissen, dass der Verbot, Melacha zu tun, also schreiben, Feuer machen, kochen und so weiter und so fort, je nachdem, welchen Tag das ist, dieses Verbot fängt immer an mit dem Sonnenuntergang, beziehungsweise ein paar Minuten davor, je nach der Gemeinde. Manche Gemeinden zünden 18 Minuten, manche 30, manche 12, ja, je nach dem Brauchen der Gemeinde. Aber den ganzen Tag davor ist man in volle Gänge, ja? Man macht alles, was man machen kann, man arbeitet und so weiter und so fort. Obwohl es gibt so einen Inyan, es gibt so einen Gedanke, dass man am Erev Shabbat nicht bis später arbeiten sollte, aber es ist kein Verbot. Am Erev Pesach ist eigentlich anders. Ja? Erev Pesach, Achar Chatzos. Was ist Achar Chatzos? Chatzos ist eine Hälfte des Tages, eine halachische Hälfte des Tages. Man muss je nach der Stadt schauen, wann das ist. Ja? Damals, in der Zeit von dem Tempel, das war die Zeit, als wir Juden den Korban Pesach gebracht haben, zu Jerusalem, zum Beit Hamikdash, zum Tempel. Ja? Wir haben den zwar nachts gegessen, aber gebracht, geschächtet und alle Tempeldienste, die mit Korban Pesach zu tun haben, haben am Erev Pesach, ab Chatzos, ab Nachmittag, ab halachisch Nachmittag stattgefunden. Ja? Und es gibt ein Gesetz, der am Tag, an welchem man ein Korban, ein Opfer bringt, wird dieser Tag für einen als Yom Tov betrachtet. Und Erev Pesach ist Yom Tov sozusagen für uns alle. Deswegen gibt es eine Begrenzung für gewisse Tätigkeiten, die man nicht machen sollte, schon am Erev Pesach von der Chatzos. Ja? Jetzt, es ist nicht so streng wie Yom Tov oder Shabbos, dieser Zeitabschnitt von Chatzos, von dem Mittag bis Sonnenuntergang. Ja? Es wird mit Chol HaMoed verglichen. Ja? Dieser Zeitabschnitt, also ungefähr 6 halachische Stunden, die heute, besser dieses Jahr ist ein bisschen zu spät, also ungefähr 7,5 bis 8 normale Stunden, die man so berechnen kann. Ja? Innerhalb dieser Zeit, darf man die Sachen nicht machen, die man sonst am Chol HaMoed, also am diese halb heilige Tage zwischen Anfang und Ende von Pesach bzw. Sukkot nicht machen dürfte, sollte man auch in dieser Zeitabschnitt nicht machen. Zum Beispiel Haare schneiden und rasieren sollte man so planen, dass man das bis Chatzos, bis Mittag macht, beziehungsweise am besten am Tag davor, weil am Tag vor Pesach gibt es immer viel zu tun. Man muss Versium gehen, falls man ein Bechor ist, man muss Chametz verbrennen, man muss noch ein paar Sachen zu Hause machen und dann schaut man, heute schon 1 oder was weiß ich, man ist Chatzos diese Woche, 13:30 und das ist schon vorbei. Und dann, wenn man in Shulchan Aruch schaut, dürfte man sogar die Haare nicht mal rasieren bzw. schneiden, auch Nägel nicht, weil man das am Chol HaMoed normalerweise
machen, nicht machen sollte. Ja? Die Ausnahme sind die Leute, die, also es steht in der Mishnah, in Maseches Moed Koten, derjenige, der aus Gefängnis rausgegangen ist, er konnte das zwar gar nicht früher machen, ja, solche Fälle, was heutzutage sehr selten, solche Fälle heutzutage selten zu finden. Also man musste zum Beispiel Haare schneiden und Nägel schneiden am besten Tag davor, beziehungsweise früh morgens bis der Mittag machen. Jetzt, welche Tätigkeiten noch sollte man vermeiden an diesem Zeitpunkt? Man sollte alle professionellen Tätigkeiten vermeiden, die mit Melacha zu tun haben. Zum Beispiel nähen. Wenn man näht als Job, ja, oder ist man ein Sofer, die so dort und Sifrei Torah schreibt, sollte man das ab diesem Zeitpunkt auch nicht machen. Alles, was aber mit Yom Tov, Shabbos zu tun hat, kochen, einkaufen, alles Mögliche, was damit zu tun hat, es ist erlaubt. Nur die Sachen, die erstmal professionelle Tätigkeiten sind, aber nicht einfach im Büro sitzen. Büro sitzen ist nicht verboten. Es wird nicht als Arbeit in dem Sinne betrachtet, obwohl man das am Schabbos nicht macht. Diese Zeit haben wir, wie gesagt, nicht so streng wie Schabbos, sondern wie Cholam Moed. Also schreiben sollte man vermeiden, möglichst vermeiden, solange es nicht mit Yom Tov oder Feiertag zu tun hat. Zum Beispiel, wenn man kocht und man Sachen einfriert oder man einen Plan für Essen macht, kann man darüber schreiben. Also in dieser Dose ist Fleisch, in dieser Dose ist, was weiß ich, Huhn und so weiter und so fort. Das dürfte man tun. Aber andere Sachen, andere Tätigkeiten, also Großtätigkeiten, so wie nähen, weiß ich, im Garten etwas machen, ja, sollte man weglassen. Ja, das ist ein interessanter Halacha, den man an keinem anderen Yom Tov findet. Jetzt gibt es noch ein dritter Halacha am Erev Pesach. Das ist aber nicht nur für Erev Pesach relevant, das ist eigentlich relevant für jeden Erev Shabbat und Erev Yom Tov. Ja, aber sogar mehr am Pesach, und ich erkläre gleich warum. Steht in der Mishnah, der erste Mishnah von dem letzten Perek, von dem letzten Abschnitt in Masechet Psachim, dass man am Erev Pesach, Samuch Le Mincha bedeutet, näher an der Zeit, ab welcher man Mincha beten dürfte. Und es ist so ungefähr 2,5 Stunden vor dem Sonnenuntergang, 2,5 halachischen Stunden von Sonnenuntergang, keine Mahlzeit essen sollte, damit man mit einem großen Appetit zu Yom Tov bzw. Shabbos kommt. Ja? Wir wissen alle, wahrscheinlich haben viele schon gehört, dass am Erev Shabbos sollte man ab einem gewissen Zeitpunkt nicht viel essen, damit man ein bisschen Hunger für Shabbos hat. Und das ist auch Kovet Shabbat, das ist Ehre von Shabbat, dass man am Shabbat mit gerne isst, ja, und davon gerne Genuss hat. Ja? Umso mehr am Pesach, sagt der Gemara, ja, der Gemara wird gefragt, was so anders beim Pesach ist, wieso steht in der Mishnah Erev Pesach, Samuch Le Mincha, warum ausschließlich am Pesach, ist doch relevant für jeden Yom Tov, für jeden Erev Shabbat. Antwortet der Gemara, richtig, aber umso mehr am Erev Pesach, weil wir haben am Abend ganz wichtige Mitzvot, ganz wichtige Gebote, die mit Essen zu tun haben. Zum Beispiel, heutzutage haben wir letztes Mal gesagt, der eine von zwei Mitzvot der Reis ist Matze essen. Und man muss Matze essen, auch mit großem Appetit, ja, mit einem großen Genuss. Und wenn man mit vollem Bauch zum Pesach-Seder kommt, es ist nicht einfach. Deswegen haben die Chazal, haben unsere Weisen gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt sollte man keine Mahlzeit essen. Ja, man darf trinken, ist kein Problem. Man darf ein bisschen snacken, also Früchte oder Gemüse, nur ein bisschen, wenn man Hunger hat, aber nicht sitzen und voll essen, nicht viel essen, ja, damit man diesen Genuss von allem Mitzvot, von Matzah, Charoses, Chren, Maror und Wein, alles, was wir da machen werden, damit man dann davon wirklich genießen kann. Das ist eine Sache, ja. Noch andere Sache, ja, und das allgemein, eigentlich gilt das für jeden Erev Shabbat, sollten wir so tun, ja, und wir wissen also, wir machen keine Mahlzeit, umso mehr am Erev Pesach. Es gibt noch ein wichtige Halacha, die auch schlichtlich mit Pesach zu tun hat, das ist aber nicht nur mit Erev Pesach zu tun, das hat mit einem Tag von dem Pesach zu tun. Es gibt ein Verbot, Matzah am einem Tag vor dem Pesach zu essen, ja. Also laut Gemara oder Shulchan Aruch, einen Tag von dem Pesach sollte man kein Matzah essen, damit man den Geschmack von Matzah wirklich während des Seder genießen kann. Es gibt Leute, die brauchen schon
von Rosh Chodesh keine Matzah essen. Ja, es gibt Leute, die brauchen einen Monat von dem Pesach Matzah essen. Es gibt manche, ich habe wirklich nie getroffen, aber in Büchern findet man, es gibt manche, die ganzes Jahr über kein Matzah essen, nur am Pesach. Ja? Und es hat damit zu tun, dass Matzah ist nicht wirklich, nicht alle sozusagen finden Matzah besonders gut schmecken. Und wenn man das auch ganzes Jahr über, beziehungsweise sehr nah am Pesach ist, kann man da, davon nicht wirklich viel Genuss haben. Ja? Und deswegen gibt es dieses Verbot, einen Tag vom Pesach, auf jeden Fall gilt das für alle, sollte man Matzah nicht essen. Kleine Kinder sind davon natürlich befreit, ja, weil die Mutter brechen immer ihr Kopf. Was soll ich meine Kinder am Erev Pesach geben? Chametz darf man schon nicht essen, ja, ganz früh schon ab in Berlin, ab, glaube ich, ab 10:30 dieses Jahr, so ungefähr, darf man schon kein Chametz essen. Matzah darf man noch nicht essen. Was soll ich meine Kinder geben? Also erstens, kleine Kinder bis 5-6 Jahren, gar kein Problem. Es gilt nur für diejenigen, die am Seder teilnehmen würden. 5-6 Jahren ist das Kind noch nicht geeignet, alles, was da losgeht, zu verstehen. Deswegen dann auch von dieser Begrenzung ist von dieser Verbot ist er befreit. Ja, man kann auch Knädelig geben, also die Matzah Balls. Gar kein Problem. Weil damit erfüllt man am Nacht keine Mitzvah von Matzah essen. Es schmeckt zwar sehr gut, aber nicht für Mitzvah geeignet. Alles, was für Mitzvah nicht geeignet ist, darf man am Erev Pesach ruhig essen. Und noch eine Ausnahme, sogenannte Matzah Ashera oder besser bekannt als Eiermatze oder Matzah mit Saft. Und obwohl Ashkenazim diese Matzah beim Pesach gar nicht anfassen sollten, ja, Ashkenazische Brauch, dass man diese Matzah nicht anfasst, weil wir keine Überlieferung haben, wie man genau die backen sollte, damit es nicht so Hametz wird. Ja, weil laut Gimaran Shulchan Aruch, wenn man Fruchtsaft hat, und das mit Mehl mischt, wird das nie zu Hametz eigentlich. Wenn man Eier bzw. Öl hat und das mit Mehl mischt, das wird nie im Leben zu Hametz, also laut Gemara. Wenn man aber ein Tropfen Wasser dazu zufügt, wird es schneller als 18 Minuten zu Hametz. Und wir haben keine genaue Überlieferung, welche Safte ja, welche Safte nicht, wie man das genau aufpassen soll. Deswegen unser Brauch seit mehreren Jahrhunderten, Brauch von europäische Juden, dass wir keine Eiermatze bzw. keine Matze mit Saft, wenn Pesach essen. Dieser Brauch, dieser Verbot besteht allerdings nur während Pesach, aber nicht am Tag vor Pesach, am Erev Pesach. Am Erev Pesach dürfte man diese Matze bis Schkia, bis Sonnenuntergang ruhig essen, aber während Pesach besser weglassen. Auch während Pesach, wenn man krank ist, für ältere Leute, für kranke Leute, wäre es erlaubt, auch diese Matzah, man kann die mit Heksche kaufen, ja, aber die Heksche gilt nur für Sephardim eigentlich, nur für nicht für europäische Juden. Aber wenn man krank bzw. Nicht verträglich für die normale Matzah ist, dann dürfte man sowas essen, aber aufgepasst, selbst diejenigen, die eine Erlaubnis bekommen haben von ihrem Rabbiner oder von einem weiß ich Arzt gesagt hat, die sollten diese Eiermatzah essen. Man erfüllt nach allen Meinungen in diesem Matzah der Pflicht von Matze essen bei Seder Nacht nicht. Diese Matzah ist zwar koscher le Pesach, für uns Ashkenazim lieber nicht. Wir betrachten sie nicht so ganz koscher le Pesach, es sei denn, man ist krank oder es geht um kleine Kinder. Diese Matzah ist aber keine Matzah in dem Sinne, dass man damit mit zwei erfüllen kann. Und das steht ganz klar, schwarz auf weiß im Talmud. Deswegen wird diese Matzah Ashera genannt. So, wörtlich übersetzt. Eine reiche Matzah. Matzah muss Lechem ohne sein, armes Brot. Und da, armes Brot bedeutet, sagt der Gemara, sagt der Talmud, nur Wasser und Mehl. Wenn man dazu Saft, Honig, Eier und noch was etwas anderes zufügt, schmeckt zwar gut und sehr koschele Pesach, aber es ist kein Matzah in dem Sinn. Also, aufgepasst, selbst diejenigen, die entweder Sephardim oder diejenigen, die auf medizinische Gründe diese Matzah wenn Pesach essen, sollten für Sedernacht noch ein Kisei, am besten zwei Kiseis am Anfang und am Ende für Afikoman, von normaler Matzah essen. Ja, am besten noch Matzah Shmura, sogenannte Matzah Shmura, die normalerweise ein bisschen teuer ist, aber das ist ein hohes Niveau. Also für die Mitzvah sollte man diese Matzah Shmura, also die besondere Matzah, die, auf welche man sehr gut aufgepasst hat und besonders für diese Mitzvah gebacken hat. Ja? Das ist soweit
für über Erev Pesach, ja, und ein bisschen auch über das selbst. Jetzt noch ein paar Sachen, die ich erwähnen wollte, bevor wir zu Fragen und Antworten gehen, falls es solche geben würde. Das ist Chol HaMoed. Ja? Ich habe noch eine Frage. Ja. Mit Schokomatze erfüllt man es dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, auch nicht. Es ist sehr lecker, sehr gut für Kinder und man darf die auch während Seder geben. Aber man muss ganz klar machen, das ist also Nachtisch. Das ist was Gutes. Aber Mitzwe erfüllt man dafür nicht, damit. Man muss den Geschmack von Matze in der Zeit, als man, in welcher man dieses Gebot, diese Mitzwe erfüllt, nur Matze im Mund haben. Nichts anderes. Ein Schluck Wasser schadet nicht, wenn man das nicht kauen bzw. schlucken kann. Aber Wasser hat keinen Geschmack. Deswegen schadet es nicht zur der Erfüllung von dieser Mitzwe. Wenn man aber was Fremdes im Mund hat, was dieser Geschmack wegnimmt, erfüllt man die Mitzwe selbst mit dem normalen Matze, die einfach mit, also ich kann auch nicht ein Stück normale Matze mit einem Stück Schokolade im Mund nehmen, wenn du mich mit zwei erfüllst. Ja, ganz richtig so. Chol HaMoed, ja, was ist Chol HaMoed? Chol HaMoed, diese Chol HaMoed, auch wöchentlich, aber feierlich. Das sind die Tage zwischen Anfang und Ende von Pesach bzw. Sukkot. Ja, immer gleich. Ja, dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr davor, weil Schabbos auf Yom Tov fällt. Ein bisschen länger, mit Kindern ausgehen kann man mehr. Also 3,5 Tage. Also Montag, Dienstag, Mittwoch. Und Donnerstag ist schon Erev Yom Tov, aber ziemlich spät fängt der Yom Tov an. Also der Tag ist ziemlich lang. Ja? Was ist so besonders an diesen Tagen? Ja? In der Tora werden diese Tage immer noch Moed genannt, immer noch Feiertag genannt. Wir wissen aber, dass Leute Autos fahren, manche gehen zur Arbeit, wir kaufen ein, wir machen viele Sachen, die wir am Yom Tov sonst, am Freitag sonst nicht machen. Also was ist alles erlaubt oder ist irgendwas verboten? Ja? Es gibt eine bekannte Aussage von Talmud. Talmud sagt, dass jemand, der sozusagen Mechallel Moed, er haltet diese Tage, die Zwischentage, nicht richtig, ja, er wird betrachtet als derjenige, der Gottesdienst gemacht hat. Ja? Er glaubt an Heiligkeit diesen Tagen nicht. Er halte die nicht richtig. Es ist ganz schlimm. Ja, ganz bekannte Aussage. Nach Meinung von meisten Rishonim, von meisten Kommentatoren, es gibt, also alle sind einig, es gibt gewisse Verbote. Es gibt ganzes Traktat in Talmud, heißt Moed Katan, ja? Wo alle Verbote, die an diesen Tagen immer noch geltend besprochen werden. Es gibt auch in Shulchan Aruch ganz großer Abschnitt. Und eigentlich ist es eine von schwierigsten Gesetzen, weil es gibt so viele Ausnahmen und so viele verschiedene Faktoren, die alles beeinflussen können, von absolut erlaubt bis absolut verboten. Es ist eigentlich ziemlich kompliziert. Jetzt, es gibt eine Meinungsverschiedenheit, ob die Verbote, die während dieser Tage gelten, von Torah verboten sind, oder nur der Rabbanan. Und meisten Rishonim, die meisten Kommentatoren stehen auf der Seite, dass die von Torah verboten sind. Jetzt, was ist verboten? Verboten werden, sind die Tätigkeiten, die erstens professionelle Tätigkeiten, die mit klassischer Melacha zu tun haben, zum Beispiel Nähen, Bauen, alles, was mit Garten zu tun hat. Ja, Feld, also der größte Teil von diesem Traktat in Talmud, das besprochen wird, da wird über Felder und über Garten, über wie man mit den Bäumen und verschiedene Büsche und verschiedene Pflanzen umgeht, es wird darüber gesprochen. Also für meisten, für uns ist es wahrscheinlich nicht relevant, aber wenn man doch einen Garten hat, ja, beziehungsweise ein Grundstück, wo man gerne so arbeitet, sollte man das am Chol HaMoed nicht tun. Also nur die Sachen, die wirklich notwendig sind, weil man sonst etwas verlieren könnte, zum Beispiel Wasser. Das heißt, man weiß, wenn man kein Wasser zu Pflanzen gibt, dann sterben die Pflanzen, das dürfte man tun. Also alles sonst nicht. Nähen sollte man am besten nicht. Ja, und wenn man das für Parnosse, für Geld macht, sowieso nicht. Ja? Kibus, Wäsche waschen, sollte man auch nicht.
Rasieren, Haare schneiden, das will ich jetzt auch getrennt besprechen, das Verbot von Rasieren und Haare schneiden, weshalb und warum. Aber jetzt, also allgemein alle großen Tätigkeiten, die weder mit Moed selbst, mit Feiertag selbst, nichts zu tun haben. Also deswegen einkaufen, kochen, alles was mit Feiertag zu tun hat, absolut erlaubt. Ja? Alles was mit sogenannten Zorchirabim, gemeinschaftliche Zwecke zu tun hat, zum Beispiel Wege reparieren, Mikwa reparieren. Wenn das keine gemeinschaftlichen Zwecke sind, sollte man auch nicht tun. Alles, was professionell gemacht wird, sollte man lieber auch lassen. Ja, deswegen besteht ganz starker Minhag, dass man also meisten versuchen, überhaupt so viel meinen zu schreiben während diesen Tagen. Wenn es nötig ist, mit linken Hand beziehungsweise nicht ganz schon schreiben. Weil Schreiben fällt auch in diese Kategorie und meisten von uns können schon und gut schreiben. Ja, und das wird nach vielen Meinungen als verboten betrachtet werden diese Tage. Also man versucht gar nicht schreiben. Also mit dem Handy, mit dem Computer ist es gar kein Problem. Es geht nur um richtiges Schreiben. Sollte man vermeiden. Was fällt noch ein? Also bauen, Wände färben. Ja, zu Hause Renovierung machen, sollte man auf keinen Fall tun, wenn Cholamoy. Jetzt, alles was mit dem Mensch, mit Zarche Aguf, alles was unsere körperliche Bedürfnisse zu tun hat, beziehungsweise mit Essen, ist erlaubt. Jetzt kommt die Frage, und welche viele fragen, warum ist eigentlich Haare schneiden nicht erlaubt? Und warum ist Wäschewaschen nicht erlaubt? Das ist doch für Yom Tov, für Chol HaMoed, ja? Also ich brauche frische Wasche, frische Hemde. Ich will schon aussehen, schon grasiert, ja, mit kurzen Haaren sein, ja? Und Antwort auf diese Frage ist, dass die Frage sehr berechtigt ist. Und das ist eigentlich ganz separates Verbot, ja? Das war mal erlaubt. Dann haben aber Weißen gesehen, dass die Leute sind so beschäftigt, dass sie sagen so, oh, ich habe jetzt gar keine Zeit, mich für Yom Tov vorzubereiten. Kommt Chol HaMoed, dann habe ich Zeit, dann darf ich sowieso nicht arbeiten, dann rasiere ich mich, dann schneide ich meine Haare, dann wasche ich meine Wasche. Ja? Und dann kommt man zu Yom Tov gar nicht vorbereitet. Ja? Haben sie ein Verbot, eine Gzera gemacht, ein Verbot, und das wird in Talmud genannt, Shelo Niknesu BeMoed Menuvolim. Man sollte nicht als Menuvel nicht schon zu Yom Tov kommen. Deswegen darf man während Chol HaMoed keine Haare schneiden, sich nicht rasieren, auch keine Wäsche waschen, damit man das schon früher macht. Jetzt Ausnahme übrigens für Wäsche waschen, die Sachen, die ständig schmutzig werden, zum Beispiel kleine Kinderkleiden, ja? Küchentücher, welche man ständig für Hände benutzt, und die werden ständig schmutzig. Die darf man waschen, auch während Chol HaMoed, wenn es nötig ist. Natürlich, wenn man 100 davon hat, dann ist es nicht nötig, sollte man nicht. Aber wenn man nicht genug davon hat und jetzt nach 2 Yom Tov alle Handtücher sind schmutzig, darf man die waschen, auch mit Kinderkleidung genauso. Warum? Weil es hier teure Chmoed ist. Das ist für Zwecke des Feiers, von dem Feiertag. Und das ist erlaubt. Jetzt, Chazal, Weisen haben doch ein Verbot eingeführt, dass man das nicht während Chol HaMoed machen sollte, damit man das im Voraus macht. Richtig, aber die Sachen ist unmöglich im Voraus zu machen, weil die wird ständig schmutzig. Man kann jetzt, man sollte jetzt, beziehungsweise man hat jetzt keine Pflicht, hunderte Euro auszugeben, damit man so viel Kinderkleidung hat, dass es für 8 Tage genug ist. Deswegen sollte man alles im Voraus möglichst waschen. Wenn Freitag schmutzig wird und jetzt hat man nie genug davon, darf man ruhig diese Kleidung, beziehungsweise zum Beispiel diese Handtücher, waschen. Ja, geht es mit Rasieren auch so? Es gibt bestimmte Ausnahmen im Talmud, wenn man sagt, jemand, der aus Gefängnis rausgekommen ist während Feiertags, er könnte das früher gar nicht machen, für ihn ist dieser Verbot nicht relevant. Deswegen darf er sich rasieren, aber es ist schwer zu finden, so einen Fall, heutzutage, ja? Tischdecken, ja? Gute Frage, ich erkläre jetzt gleich. Ja? Ob Tischdecken in diese Kategorie reinfällen, es ist nicht eindeutig, ja? Es ist nicht eindeutig, deswegen, was man machen sollte.
Und das gilt auch für Kleidung für Erwachsene. Man sollte zum Beispiel Hemden, weiße Hemden bei Männern, ja? Man hat alle Hemden vorbereitet, in Reinigung gegeben, jetzt sind sie alle gut. Ja? Aber während Seder mit Wein, mit Haroses und alles Mögliche, nach 3-4 Tagen sieht man, dass man kein genug davon hat. Darf man jetzt waschen oder nicht? Ja, man hat alles davor gemacht, aber jetzt hat man nicht genug. Eigentlich dürfte man das nicht machen. Ja, weil für Hemden für Erwachsene besteht ein Verbot. Jetzt, wenn man aber auch zu Hause kleine Kinder hat, beziehungsweise Handtücher hat, die man sowieso waschen darf, man darf das alles auf einmal in die Waschmaschine reinschieben und waschen. Weil die Tätigkeit, das Waschen, das wird davon nicht größer. Das macht sowieso die Maschine. Und ich habe Erlaubnis, die anzumachen für Kleinkinderkleidung bzw. für Handtücher, darf ich machen. Also ich kann dann alles reinschieben, was ich für mich brauche. Ja? Voraussetzung dafür ist, dass ich habe richtig vorbereitet. Ich habe alles rechtzeitig gemacht, aber jetzt aus Versehen oder was weiß ich, es gab eine unerwartete Beschmutzung von Hemden während Seder, weil Wein gegossen wurde, was auch immer. Ja? Ich habe alles vorbereitet. Genau das gilt auch für Tischdecken. Man sollte Tischdecken vorbereiten. Ja? Und Tischdecken ist nicht wirklich die Sachen, die ständig schmutzig werden. Ja? Obwohl, ja, je nachdem, ob man die mit Plastik bedeckt oder nicht. Ja? Deswegen am besten Tischdecken, die man waschen muss, mit Kleinkinderkleidung bzw. mit Handtüchern zusammen in die Waschmaschine schieben. Und das dürfte dann man alles zusammen waschen. Okay, wir haben jetzt noch Zeit. Ich muss aber jetzt feststellen, dass mein iPad nur 5% Batterie hat. Hoffentlich reicht es noch für 20 Minuten, aber falls in so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten es leer geht, dann bemerkt ihr das. Jetzt, Cholamoid, was noch? Kochen darf man, man darf ganz normal einkaufen. Alles, was mit Feiertag nicht zu tun hat, sollte man weglassen. Die Frage, die oft gefragt wird, was ist mit Sales, mit Einkäufen, die eigentlich sind gar nicht nötig für den Feiertag, aber ich habe einen reduziert gefunden. Ja? Etwas kostet normalerweise 100 Euro. Wenn ich jetzt kaufe, bezahle ich nur 50. Ich brauche das jetzt zwar nicht, aber das wird sozusagen als Verlust betrachtet. Wenn ich jetzt nicht kaufe, zum Beispiel Mantel. Ja, ich brauche jetzt keinen Mantel, wenn Pässe, es wird hoffentlich plus 20 Grad. Aber es ist schon ein Mantel. Und wenn ich jetzt nicht kaufe, dann werde ich mehr bezahlen müssen. Ja? In so einem Fall, wenn man Geld spart, ja, ist es auch erlaubt. Ja, das ist ein Vermeiden von dem Geldverlust wird auch als eine von Erlaubnissen während dieser Tagen betrachtet. Letzte Tage von Pessach sind genauso wie alle anderen Yomim Tovim Feiertage, ja, nicht besonders. Ersten Tag wird am Donnerstagabend anfangen, Donnerstagabend Freitag. Freitagabend wird Schabbat anfangen, ein ganz kurzer Kabbalat Schabbat, je nach der Gemeinde, aber normalerweise singt man keine Kabbalat Shabbat, ganz kurz nur mit Moshe Leoma Shabbat, ja, in der Synagoge. Also diejenigen, die normalerweise ein bisschen später für Kabbalat Shabbat zur Synagoge kommen, wundern sich immer. Ich bin schon gekommen, man hat schon Mariv gebetet, also schon alles vorbei. Ja? Weil wenn man von Cholamoed, von einem heiligen Tag zu Shabbat geht, fällt die ganze Kabbalat Shabbat aus. Ja, das ist Nusach, das ist Minchag von Ashkenazim. Manche Sephardim lesen ein bisschen mehr und manche Hasidim lesen ein bisschen mehr, aber verbreitet Ashkenazische Praxis, dass man gar keinen Kabbalat Shabbat macht, nur sagt nur ein Kapitel Tehillim mit Morshil Yom Shabbat und das war's. Und damit ist Shabbos angefangen, dann betet man gleich mal. Ja, zu Hause macht man normale Kiddush, man macht keine Broche Shechiyano, weil das kein neuer Feiertag ist, aber das alles steht in Shidurim, ihr müsst das nicht auswendig lernen, ja. Und ganz normale Mahlzeiten am Yom Tov an Shabbat. Das Verbot von Chametz besteht immer noch. Also wir essen nur Matzes. Wir essen so wie sonst normal, wenn Pessach essen. Ja? Und obwohl, ist auch ein interessanter Gedanke, obwohl
wir wissen, dass die Pflicht, Matzah zu essen, besteht nur bei Sedernacht. Bei Sedernacht muss jeder von uns ein Kisai, Kisai sind ungefähr Hälfte von Maschinenmatze, von dieser Matzah-Schmora essen. Am besten zwei, am Anfang und am Ende. Also bei Motze Matze, wenn man die Bracha darauf sagt, und dann ganz am Ende bei Fikaman. Es ist Pflicht, absolute Pflicht für uns alle. Und das eine von wenigen Mitzvot d'Oraisa, die für uns während Seder übrig geblieben sind. Ja? Jetzt, während anderer Tage, alle acht Tage von Pesach, besteht eigentlich gar keine Pflicht, Matzah zu essen. Jedoch, mit jedem Stück Matzah, welches man doch isst, erfüllt man immer noch eine Mitzvah. Es gibt zwar keine Pflicht, also immer noch ein guter Tag. Deswegen sollte man versuchen, mindestens einmal Hände waschen und Matzah essen. Und am Yom Tov und am Shabbat sowieso, dann haben wir beziehungsweise drei Mahlzeiten, wenn wir Matzah essen sollten. Falls jemand das nicht gut verträgt, dann nur ein kleines Stück. Ja, für die Leute, die glutenintolerant sind, das ist eine ganz komplizierte Frage. Es ist je nachdem, an welcher Stufe von Intoleranz sie sich befinden. Es gibt Leute, die immer noch glutenfreie Matzah essen können. Und solche kann man immer noch bestellen. Das ist ganz normale, also nicht ganz normale. Das ist Hafermatze, wird aus Hafer gebacken. Man kann damit auch mit zwei füllen, aber hat praktisch fast kein Gluten. Und für die Leute, die leichte Unverträglichkeit haben, ist sie geeignet. Es gibt Leute, die aber ganz starke Intoleranz haben und selbst diese Matzah für sie nicht gut geeignet, dann diese Leute können leider diese Mitzvah, diese Pflicht und Matzah gar nicht erfüllen. Sie sollen immer noch beim Seder dabei sitzen und alles sonst machen, aber halt kein Matzah essen, weil es ist für sie gefährlich und sie sind von dieser Pflicht befreit. Wir haben noch so ungefähr 5 bis 8 Minuten. Gibt es irgendwelche Fragen? Zu Fragen können zu alles, was wir in den letzten 4 Wochen besprochen haben, letzte 4 Montage und auch heute. Erf, Pesach, Chol HaMoed, Seder, Vorbereitungen, wie man kaschert, was man einkauft und was man sonst machen darf, kann, muss. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage wegen den Milchprodukten. Sie haben gesagt, Milch darf man in Geschäften in Deutschland kaufen. Und was darf man nicht? Zum Beispiel Joghurt, Schmand, darf man solche Sachen? Also man darf Produkte aus Milch ohne weiteren Zutaten kaufen, zum Beispiel Milch oder deutsche Markenbutter. Jetzt, mit allen Produkten, die sogenannten Säuermilchprodukten, es ist problematisch. Und ich erkläre warum. Da bei allen diesen Produkten, Joghurt, Schmand, Sausanne, werden Milchbakterien benutzt. Milchbakterien heutzutage werden hergestellt. Die werden nicht so wie wir zu Hause Joghurt machen, mit einem Löffel von altem Joghurt in neuem zugeführt. Ja? Da werden immer bestimmte Mengen von Milchbakterien jedes Mal zugefügt, damit es immer einheitlich aussieht, einheitlich schmeckt und so weiter und so fort. Diese Milchbakterien werden jetzt auf den Fabriken produziert, die mit Milch gar nichts zu tun haben. Die wachsen meistens auf Glukose. Ja? Es gibt eine Fabrik, ja? Und die herstellen Milchbakterien. Mit Milch haben gar nichts zu tun. Die Bakterien, Bakterienkulturen. Ja? Und diese Bakterienkulturen wachsen auf Glukose. Glukose in Europa wird entweder aus Mais oder aus Weizen gemacht. In Amerika wird fast immer Glukose aus Mais gemacht, weil Mais in Amerika ist billiger. In Europa ist allerdings nicht der Fall und es ist ungefähr 50-50. Ja? Es kann sehr gut sein, dass diese Milchbakterien sind auf Glukose aus Weizen gewachsen. Ja? Und da, selbst wenn wir normalerweise diese Regel haben, dass kleine Mengen von verbotenen Produkten sind, nullifiziert, sie verlieren ihre Wichtigkeit, bei Milchbakterien ist es nicht der Fall, weil dieses sogenannte, in Halacha wird das Dover Mamid genannt. Das ist die Sache, die andere Sache verändert. Ja? Hefe, Milchbakterien, Labbeikäse. Eine kleine Menge von einem Produkt, welche andere Produkt völlig verändert, zum Beispiel Labbeikäse macht aus Milch Käse. Oder Milchbakterien machen aus Milch Joghurt bzw. Schmand, die werden nie nullifiziert. Die bleiben halachisch immer noch da. Und da ist starke Gefahr
Verdacht besteht, dass diese Milchbakterien mit Chametz hergestellt würden, sollte man saure Milchprodukte, wenn Pesach, nur mit Hexer kaufen. Also nur mit koschere Pesach-Zertifizierung. Beziehungsweise man, also es ist ein bisschen umständlich, aber Joghurt könnte man zu Hause selbst machen, indem man einfach Milch in warmes, in irgendwo in warmes Ort für ein paar Tage stehen lässt und dann wird daraus Joghurt. Aber sonst, es ist leider ein bisschen kompliziert, ich verstehe, ein bisschen umständlich, aber man sollte irgendwie 7 Tage ohne diese Produkte schaffen können. Noch eine Frage, was ist mit dem Thunfisch? Thunfisch, gute Frage. Also Thunfisch an sich selbst ist kein Chametz natürlich. Ja, und also es kann zwei Probleme geben. Erstens Öl. Also, aber Öl ist kein großes Problem. In Europa essen meist Aschkenasen Sonnenblumenöl oder Rapsöl während Pesach. Ja, wir haben keinen Brauch, damit streng zu sein. Ja, also eigentlich sollte es kein Problem sein. Jedoch, es kann sein, dass diese Fabriken, die Thunfisch hergestellt, die werden manchmal, sehr selten, aber auch andere Produkte hergestellt. Zum Beispiel, man kann Thunfisch mit Gemüse und so weiter und so fort. Normalerweise ist aber nicht der Fall, also wenn Thunfisch aus Thailand bzw. aus Philippinen kommt und man keine andere Wahl hat, Thunfisch mit Hexer zu finden für besser, wäre es erlaubt, ja. Also Thunfisch ist kein großes Problem. Also Öl, wie gesagt, wir essen sowieso Sonnenblumenöl. Ja. Also am besten mit Hexer, aber wenn es nie geht, ja, dürfte man okay. haben. Wenn das Thunfisch in eigenem Saft ist, dann kann man... Ja, es ist noch besser. Ohne Hexer. Also wenn man das ganze Jahr über einfacher Thunfisch aus dem Geschäft kauft und jetzt für Pesach keinen Zugang zum koscheren Geschäft hat, beziehungsweise es ist sehr teuer, dass man das sich nicht leisten kann, obwohl es immer noch empfohlen ist, mit Hexer zu kaufen, ja, wäre es einem erlaubt. Ich habe eine Frage. Ich habe nicht verstanden mit dem gegrillten Fleisch. Am Seder Pesach meintest du? Ja, nur Seder. Ah, weil am Tag ist Schabbat, man darf keine Soße haben. Ja, okay. Am Tag darf man essen, wenn es schon vorbereitet wird. Jetzt, deswegen, obwohl wir den Brauch haben, Eier zu essen, beziehungsweise der Ei, was da auf Seder Teller liegt, darf man essen. Das Rohe, dieses Stück Fleisch auf dem Knochen, der gerostet sein muss, weil es als Erinnerung für Korban Pesach gilt, für das Pesach-Opfer gilt, sollte man am Nacht nicht essen. Wegschmeißen sollte man das auch nicht, weil er hat gewisse Kedusha, gewisse Heiligkeit, das würde für Mitverbindung. Deswegen schreibt Chaya Oda, man soll das beim Tag essen. Am Tag dürfte man die essen. Also wenn man eine hat, die man für beide Sidorien benutzt, dann am zweiten Yom Tag sollte man ich benutze zu Hause normalerweise einen Flügel von einem Hähnchen, einen Knochen mit ein bisschen Fleisch, den man anbratet, damit es so anbratet aussieht. Ja, aber es gilt nur für Nacht, ja. Noch eine Frage. Wenn man isst, als Kinesi essen vor Pesach reiche Matzah, wie viel ist okay zu essen, um das Misoines zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Damit das Misoines bleibt. Also wenn man das nur als Snack isst, also sagen wir eine Maschinenmatze, ein beziehungsweise eineinhalb. Es wird immer noch als Snack betrachtet, wenn man nicht zu viel damit isst. Also das ist keine Mahlzeit. Man nascht einfach. Also ist so ein Snack, dann ist es Misoines. Aber das ist eine allgemeine Frage, hat mit Pesach nichts zu tun. Wenn man zu viel Crackers ist, zu viel Misoines ist und benutzt das wie Brot, dann wissen wir der Halacha, dass es wird ja als Brot betrachtet. Und das gilt auch für diese Eggmatze. Ja, Eggmatze ist eigentlich Misoines, aber nur wenn man das als Snack benutzt, nicht als Teil von einer Mahlzeit. Okay, es ist 9 Uhr. Wenn es noch Fragen gibt, ihr könnt gerne mich persönlich immer anschreiben, in der Gruppe, was auch immer. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben alle ein bisschen was Neues gelernt. Und ich hoffe, ich könnte euch helfen können. Und hoffentlich in Zukunft werden wir noch Shiurim haben zu irgendwelchen interessanten Themen. Okay. Und danke, auch uns hat es Spaß gemacht. Und wir hoffen auf eine Fortsetzung. Hat's mehr. Ein schönes Putzen und...
Einen wunderschönen Auszug aus Ägypten. Besser Koscher, wir sammeln an euch alle. Tschüss. Ach, so mehr besser.